Hallo, liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Februar 2022. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Liebe Löwen, es kann sein, dass ihr im Hintergrund immer mal wieder etwas klappern hört. Nicht wundern, das sind meine Rollläden, die durch den Wind, der zurzeit herrscht, hier etwas durchgepeitscht werden und immer mal wieder gegen die Hauswand gedrückt werden. Das ist hoffentlich nicht weiter störend und ich hoffe doch, ihr merkt es vielleicht auch, die ein oder anderen. Ich habe eine etwas tiefere, eine etwas kratzigere Stimme als sonst. Das liegt auch an dem Wind tatsächlich, denn ich bin etwas erkältet die letzten Tage. Ich trinke Tee bis zum Abwinken, aber es ist noch nicht besser geworden. Ich hoffe trotzdem, dass das nicht das Reading beeinträchtigt, in dem Fall, dass ihr mich auch dann gut verstehen könnt. Die Infobox habe ich weiterhin auch aktualisiert. Ihr findet jetzt dort auch das Jahresreading für 2022. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr dies nachholen möchtet und es euch interessiert, könnt ihr dort unten gerne auf den Link klicken. Weiterhin findet ihr in der Infobox nach wie vor Social Media Links, Info- und Special Videos sowie die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Und natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier könnt ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen. Muss man nicht. Und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bedingt mir Einsicht in den Februar 2022, meiner Löwen. Der Langmut. Den Langmut, den hatte ich jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich. Der Langmut ist eure Hauptenergie. Es geht hier um einen Ziellauf, teilweise auch um einen Marathon, der hier kurz vor Ende zu sein scheint. Man sieht hier diese Zielflagge, man sieht hier diesen Leoparden. Teilweise hat man hier schon einen längeren Weg hinter sich gepackt, sozusagen. Es kann hier auch sehr, sehr gut eine Geduldsprobe dargestellt sein für den ein oder anderen von euch. Denn der Langmut spricht von langer Atem bzw. Ausharren, Zeit investieren bzw. eben nicht die Geduld verlieren und der Geduldsfaden darf hier nicht reißen. Der Langmut ist etwas Langfristiges, etwas Beständiges, dass man hier tatsächlich so eine Art Reise angetreten hat, teilweise hier aber auch schon kurz davor ist, eine bestimmte Reise hinter sich zu bringen bzw. abzuschließen. Das kann für den einen so sein, für den anderen so sein. Man hat hier noch viel Interpretationsspielraum, aber dafür habe ich ja dann die Karten, die mir da hoffentlich gleich noch etwas mehr Einsicht gewähren können, um was es hier per se für euch gehen könnte. Die Zahl 47 rechts oben könnte eine Zahl von tieferer Bedeutung für euch im Februar sein, eventuell auch nur die 4 oder die 7, möglicherweise auch die Quersumme 11, das kann ebenfalls sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt, was mir die Karten gleich verraten können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Februar 2022, meiner Löwen. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen, das ist eine Person, die lernfleißig, lerneifrig sein könnte. Hier ist jemand dargestellt, der oftmals reflektiert, resümiert bezüglich etwas oder ja, bestimmten Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist jemand, der sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, was gesagt wurde, was getan wurde, was passiert ist generell und dann sozusagen Rückschlüsse zieht. Meistens ist der Page der Münzen dann darauf aus, eventuelle Fehler nicht mehr in Zukunft zu begehen. Man hat hier sozusagen seine Lektionen gelernt oder man hat eben aus etwas gelernt, etwas Bestimmten, was in der Vergangenheit passiert ist und ist nun darauf aus, es in Zukunft anders zu machen, Schrägstrich besser zu machen. Es kann hier gut sein, dass die ein oder anderen von euch bestimmte Kenntnisse erweitern oder vertiefen möchten. Teilweise ist hier auch eine Art neues Hobby, möglicherweise sogar auch eine neue Arbeit angestrebt. Einige von euch möchten sich fort- oder weiterbilden. Das kann ich mir beim Pagen der Münzen ebenso vorstellen. Natürlich kann das hier noch für viele von euch in eine andere Richtung gehen. Deswegen werde ich jetzt mal weitermachen. Wie geht es weiter? Das ist die Kraft. Die Kraft steht für Mut, für Tapferkeit, für Zähne zusammenbeißen, teilweise auch Risiken und Wagnisse eingehen. Die Kraft ist natürlich auch eure klassische Tarotkarte, liebe Löwen. Man sieht ja auch den Löwen abgebildet, wie er von der Herrscherin sozusagen gezähmt bzw. gestreichelt wird. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen,
dass viele von euch hier einen bestimmten Menschen, in dem Falle hier von dem Pagen der Münzen aus gesehen, eine Art Angebot bekommen könnten. Möglicherweise auch so eine Art Wiedergutmachungsversuch könnte euch hier ereilen. Das macht hier die Ausrichtung des Pagen der Münzen, macht es doch recht deutlich, dass das für einige von euch tatsächlich etwas ist, was euch entgegengebracht wird. Bitte bedenkt, dass die Rollen vertauscht sein können. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass ihr jemanden ein Angebot, Schrägstrich Wiedergutmachungsangebot hier leisten möchtet oder überbringen möchtet. Wie geht es weiter? Die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen, die Schnitzelkarte, wie ich sie mir sehr, sehr gerne nenne, ist hier in der Mitte des Readings oben dargestellt. Sie ist eine sehr positive Energie. Sie steht für Langfristigkeit. Sie steht auch für Erfolg auf langfristige Art und Weise, also auf langfristiger Basis. Langanhaltender Erfolg kann man auch sagen. Sie grenzt eher das Thema ein. Es kann hier um die Familie, um den Freundeskreis und auch natürlich um Beziehungen oder beziehungstechnische Angelegenheiten gehen. Mit den 10 der Münzen, man kann jetzt noch tiefer gehen und sagen, es geht um Treue, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen in dieser Karte. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass für viele von euch hier eine Zeit der Stabilität anbrechen soll. Und zwar hat es etwas zu tun mit einem bestimmten Thema in eurem Alltag, welches so ein bisschen geschwommen ist, wie ich immer gerne sage, in der Vergangenheit. Das heißt, es ging nicht immer bergauf, es ging auch nicht immer bergab. Manchmal ist es einfach auch nur stehen geblieben, man trat auf der Stelle. Definitiv hat man hier in einer bestimmten Ansicht ein Ziel vor Augen gehabt. Das sieht man hier auch in der Hauptenergie. Und man hat dieses Ziel verfolgt. Mal langsamer, mal schneller, mal intensiver, mal weniger intensiv. Dennoch ist man in diesem Dauerlauf sozusagen etwas müde geworden, etwas schlapp geworden, vielleicht sogar gelangweilt wurde man hier. Das kann ich mir ebenso sehr, sehr gut vorstellen. Weiterhin ist aber hier mit den 10 der Münzen dann sozusagen dieses Ziel schon verkörpert. Es ist also in absehbarer Zeit definitiv erreichbar, was ihr hier vorhabt. Wie geht es weiter? Das ist der Mond. Der Mond steht für das Verborgene, für Geheimnisse, manchmal kann der auch für Ängste stehen oder für die Ferne tatsächlich. Der Mond ist hier auf die Kraft gespiegelt. Etwas oder jemand lässt euch hier im Trüben tappen, liebe Löwen. Das kann hier sehr, sehr gut sein, dass euch etwas oder jemand tatsächlich auch Angst machen könnte. Da so weit würde ich jetzt tatsächlich noch nicht gehen, da muss ich den Mond noch weiter klären, aber etwas ist euch tatsächlich so etwas wie ein Rätsel, ein Ziel, wann ihr angekommen seid, wann ihr angelangt seid an dem Umstand oder an dem Zustand, den ihr hier erreichen wollt, in einem ganz bestimmten Genre, in einem ganz bestimmten Bereich eures Alltages. Wann das der Fall sein wird, das ist euch relativ unklar. Vor allem wird euch aber mehr und mehr unklar werden, ob dieser Zustand tatsächlich erreicht werden könnte oder ob das nicht vielleicht ein Wunschdenken war von eurer Seite aus gesehen. Und auch das werde ich mir weiterhin anschauen müssen. Wie geht es weiter? Das sind die Liebenden. Also die Liebenden deuten doch recht deutlich darauf hin, dass es sich hier um den Bezug zu einem ganz bestimmten Menschen drehen und handeln könnte bei euch, liebe Löwen. Es ist hier sehr, sehr deutlich zu sehen, dass ihr eventuell eine Verbindung mit einem Menschen haben könnte. Das muss nicht unbedingt eine liebestechnische Verbindung sein. Das kann schlichtweg sogar ein Arbeitskollege sein oder es ist der Bruder oder etwas derartiges. Also das ist immer ein Bezug oder eine Verbindung zu einem Menschen. Man kann hier natürlich auch von gewollter Partnerschaft sprechen oder aktiver Partnerschaft sprechen, vor allem für diejenigen, die sich in einer aktiven Partnerschaft befinden. Der Mond und die Liebenden nebeneinander, das ist eine Unklarheit in Bezug zu einem anderen Menschen. Möglicherweise, was sind seine oder ihre Gefühle für mich? Wie stehe ich überhaupt zu dieser Person? Wohin möchte ich gehen mit dieser Person? Wie weit würde ich gehen mit dieser Person? Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass hier mit den 10 Münzen, Mond und den Liebenden eine gewisse Skepsis von eurer Seite aus herrscht, wo man nicht weiß, ob man einem bestimmten Menschen trauen kann oder nicht trauen kann. Ja, genau. Die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter drückt
im Prinzip meinen letzten Satz geradeaus. Es ist hier Zwietracht, es ist hier Misstrauen. Möglicherweise kann es sich hier auch um Lug und Betrug handeln. Man sagt auch Diebstahl hier dazu oder ein sich davonstehlen. Definitiv sehe ich hier die Haltung von euch zu eurem Gegenüber oder andersrum vom Gegenüber zu euch hin. Man misstraut sich hier gegenseitig. Man weiß nicht sicher, ist dieser Mensch der Richtige, ist dieser Mensch vertrauenswürdig, ist dieser Mensch gut zu mir, passen wir zusammen, beziehungsweise kann ich hier auch sagen, sind hier überhaupt Gefühle vorhanden? Das sind Fragen, die sich viele von euch stellen könnten, liebe Löwen. Mit dem Langmut ist hier dargestellt, dass man hier ein ganz gewisses Ziel mit einem bestimmten Menschen, der hier abgebildet ist, verfolgt. Die Frage ist, geht das Ziel mit dem Gegenüber konform? Will der Gegenüber das Gleiche als das, was ihr möchtet, liebe Löwen? Das ist hier etwas, was ich noch nicht sehen kann. Es ist aber auch etwas, was viele von euch Fragen in eurem Kopf aufwerfen könnte. Eine Klärung zum Pagen der Münzen. Das ist der Gehängte. Der Gehängte deutet auf ein Festsitzen, auf ein Festhängen hin, beziehungsweise tritt man hier auf der Stelle. Ich kann mir gut vorstellen, liebe Löwen, dass es diesen Pagen der Münzen eventuell schon länger in eurem Umfeld gibt, dass das eventuell ein Arbeitskollege sein könnte, vielleicht auch ein Bekannter oder ein Freund im erweiterten Freundeskreis. Definitiv ist das eine Person, die man kennt, eventuell auch erst kürzlich kennengelernt hat, dann aber noch nicht sehr intensiv mit diesen Menschen kommuniziert hat oder interagiert hat. Die Pagen sind noch nicht sehr etabliert, das heißt Anfänglichkeiten, das sind so Personen, deren Namen ihr kennt, eventuell kennt ihr deren Vorlieben, aber so ganz tiefe Einblicke hat sich dieser Mensch hier noch nicht sozusagen von euch geholt und hat euch auch noch nicht dargeboten. Und dafür steht auch der Gehängte in einer gewissen Art und Weise. Man kommt mit diesen Menschen nicht weiter, beziehungsweise weiß man nicht, wie weit es mit diesen Menschen gehen soll oder gehen kann. Eine Klärung zur Kraft. Das ist die Drei der Münzen. Bei den Drei der Münzen handelt es sich um Zukunftsplanung, um Vorausplanung bzw. um eine längere Prognose kann das hier sein. Die Drei der Münzen kann eine Arbeitskarte tatsächlich sein. Es kann sich also hier bei diesen Pagen der Münzen auch um einen Menschen drehen und handeln, den ihr von Arbeit wegen her kennt. Das ist aber dann natürlich speziell. Mit den Drei der Münzen auf die Kraft hier, respektive auf euch geklärt, macht ihr euch sehr starke Gedanken darüber, wie es weitergeht. Und zwar nicht, wie es morgen weitergeht, sondern wie es in 10 Jahren der Fall sein wird. Das ist eine weite Vorausplanung auf eurer Seite. Potenziell, und in den meisten aller Fällen ist es so, dass man diese Planung mit einem ganz bestimmten Menschen tätigt. Also nicht aktiv mit einem bestimmten Menschen, dass man sich austauscht darüber, wo man gerne sein möchte, sondern dass man sich sein eigenes Leben, seinen eigenen Alltag mit einem ganz bestimmten Menschen vorstellt. Potenziell ohne, dass dieser Mensch davon weiß, dass ihr das tut. Viele von euch könnten hier tatsächlich träumen bzw. so etwas wie Wunschträume haben. Und das kann ich mir gut auch als eine Art Ziellauf vorstellen. Und wenn man hier erst einmal mit einem Menschen wirklich nicht weiß, wie man da weiterkommt, macht es wenig Sinn, schon so weit vorauszuplanen, als dass es Sinn machen würde, den Kontakt mit diesem Menschen zu intensivieren, so wie es hier dargestellt ist. Dafür muss man aber zunächst einmal diesem Menschen vertrauen können. Und das ist etwas, was die nächste Etappe sein sollte zwischen euch und diesen Menschen hier in Verbindung. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Das ist die 6 der Stäbe. Bei den 6 der Stäben, man sagt gerne die kleine Löwe-Karte bei dieser Karte. Es geht hier um Ruhm, um den Sieg und um den Erfolg. Und Erfolg kann ich hier tatsächlich doppelt groß schreiben. Die 6 der Stäbe auf die 10 der Münzen, das ist definitiv doppelter Erfolg. Ihr seid hier nicht egoistisch, ihr seid hier auch nicht egozentrisch oder ich-bezogen, sondern es geht hier auch in Zusammenarbeit mit diesen Pagen der Münzen hier. Ihr wollt es ihm oder ihr recht machen, genauso wie ihr es euch selbst recht machen möchtet. Aber ob das Ganze möglich ist, ob das Ganze eventuell auch gewollt ist, ob das Ganze tatsächlich realisierbar ist,
Das ist etwas, was viele von euch noch nicht 100%ig geklärt haben, weil hier ein bestimmter Missmut herrscht, eine bestimmte Skepsis. Möglicherweise wissen einige von euch nicht, ob dieser Mensch überhaupt an euch interessiert ist. Möglicherweise wissen einige von euch nicht in Bezug auf diese Zukunftsplanung hier, was dieser Mensch überhaupt mal erreichen möchte in seinem Leben. Also viele von euch stehen hier am Anfang, möglicherweise entwickeln sie hier auch Gefühle für einen bestimmten Menschen und dann ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass man sich da ein bisschen was vorstellt, ne? Wie könnte es denn sein und wie wäre es mit diesem Menschen? Das ist diese anfängliche Schwärmerei, die wahrscheinlich alle Menschen kennen. Bloß denkt ihr hier manchmal etwas zu weit schon, liebe Löwen, anstatt dass man hier sozusagen Schritt für Schritt den Bezug zwischeneinander intensiviert. Aber da ist ein Thema, das sieht man hier sehr, sehr deutlich und die Liebenden hier direkt in der Mitte zwischen diesen beiden Misstrauenskarten, ne, das ist hier sehr bezeichnend, wie es da liegt. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch etwas schüchtern sein können, möglicherweise aber auch etwas Zweifel daran haben, ob dieser Mensch überhaupt auf euch steht und ob das dieser Mensch mit euch überhaupt realisierbar möchte, sprich, ob die Gefühle beidseitig sind. Eine Klärung zum Mond. Das ist die Welt. Die Welt steht für das Abschließen eines Kapitels und den Beginn eines neuen Kapitels. Es ist bezeichnend, dass die Welt hier auf die drei der Münzen spiegelt, denn da würde für euch ein völlig neues Leben sozusagen beginnen, ein völlig neuer Alltag, eine neue Routine in der Zukunft. Viele von euch sehnen sich tatsächlich nach etwas Neuem, nach Abwechslung, das kann man auch tatsächlich sagen, beziehungsweise haben viele von euch hier einen ganz bestimmten Plan über das, wie es in der Zukunft ablaufen sollte. Und zwar über euren allumfassenden Alltag. Also nicht nur, wie es innerhalb der Beziehung laufen soll, sondern auch, wie viele Kinder hier haben wollt, wie euer Haus ausschauen soll, welche Farbe der Teppich im Wohnzimmer hat. Also solche diversen detaillierten Pläne sind hier einige von euch am Machen. Möglicherweise haben sie das auch schon gemacht. Und dieser Zeitraum der Vorausplanung hier mit dieser Hauptenergie kann tatsächlich sehr, sehr weit sein. Also das muss nicht sein, dass ihr euch den nächsten Monat schon vorstellt, sondern schon die nächsten Jahre bis Jahrzehnte vorstellt. Mit der Welt auf den Mond. Ganz, ganz klare Sache. Die Welt auf den Mond bedeutet, es soll ein Ende von etwas sein. Ergo soll es aber auch einen Neuanfang geben. Also etwas muss abgeschlossen werden, damit etwas Neues starten kann. Das ist die Grundaussage der Welt. Und was mit dem Mond hier abgeschlossen werden soll, Schrägstrich muss, sind Ängste, Zweifel, vielleicht sogar Sorgen, möglicherweise auch Geheimnisse. Es ist hier anzuraten, tatsächlich die Aussprache zu suchen. Es ist anzuraten, ein Licht in das Dunkel zu bringen. Und wenn es sich hier wirklich um eine partnerschaftliche Verbindung an ihrem Anfang handelt, so wie ich das hier sehr, sehr gut sehen kann, dass hier zwei Menschen Interesse aneinander haben, Interesse an einer Partnerschaft haben, dann heißt es zunächst einmal den anderen wirklich kennenzulernen. Und davon, dann rede ich nicht davon, wie ist der Name von diesem Menschen, was isst er gerne zum Frühstück und welche Filme mag er am liebsten, sondern richtig kennenlernen. Ne? Also tiefgründige Gespräche ist hier auch nur ein Schlüsselwort für das, was hier anstehen könnte, beziehungsweise was ich persönlich, und so sehe ich das hier auch drin und hier auch drin übrigens, für notwendig halte, damit das Ganze auch auf eine stabile, langfristige Art und Weise zwischen euch beiden laufen kann. Eine Klärung zu den Liebenden. Die Gerechtigkeit. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch tatsächlich auf Gleichberechtigung aus sind, beziehungsweise eine gewisse Fairness in diese Verbindung bringen möchten. Und ich kann mir hier gut vorstellen, und das ist jetzt speziell, liebe Löwen, dass einer von euch beiden so ein bisschen hat an der langen Leine gelassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Dieses an der langen Leine lassen werden einige kennen, andere nicht kennen. Man kann es auch umschreiben mit jemandem warm halten oder jemanden auf die Ersatzbank schicken.
Das ist, man wirft jemanden immer mal wieder so ein kleines Leckerli hin, damit man in der Aufmerksamkeit bleibt, damit der Gegenüber weiß, ja, ich bin nicht abgeneigt, aber ich will jetzt auch noch nicht ganz in die Vollen. Das ist so ein Hängen lassen, beziehungsweise ein an der langen Leine lassen. Und es kann hier sehr, sehr gut sein. Und das ist bezeichnend hier Gerechtigkeit auf die Liebenden in der Spiegelung zum Gehängten. Das ist hier etwas, das einer von euch beiden hat praktizieren können in der Vergangenheit. Entweder habt ihr diesen Menschen sozusagen immer mal wieder ein Leckerli hingeworfen, so wie man es gerne sagt, damit dieser Mensch auf euch anspringt sozusagen, aber zu weit kommen lassen wolltet ihr das dann auch nicht. Jemanden an der Leine halten. Kann natürlich auch sein, dass dies von eurem Gegenüber an euch hin praktiziert wurde. Auch sehr, sehr gut möglich. Was hier passiert, ist genau das, dass man das nicht mehr möchte. Dass man hier entweder, und das ist jetzt eine Metapher, die ich in irgendeinem Film, glaube ich, gehört habe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, in welchen oder war es in einer Serie, weiß ich nicht mehr genau. Die Gerechtigkeit auf die Liebenden in dem Bezug und in der Deutungsvariante bedeutet, wenn du einen Fisch an der Angel hast, holst du ihn entweder ein oder du lässt ihn wieder frei. Das ist genau diese Metapher, die hier sehr, sehr gut Anwendung findet. Wenn ihr diesen Menschen haben wollt, spielt nicht mit diesem Menschen, lasst ihn nicht zappeln, lasst ihn nicht an der langen Leine, weil dieser Mensch wird es in den meisten aller Fällen nicht wollen, möchte entweder freigelassen werden oder eingeholt werden. Natürlich kann das auch, wie schon gesagt, auf eurer Seite der Fall sein. Dann ist es aber euer Befinden, beziehungsweise das ist dann euer Anliegen. Ihr möchtet entweder eingeholt werden oder weggestoßen, Schrägstrich freigelassen werden. Ihr wollt im Prinzip wissen, was Sache ist, genauso wie es dieser Mensch in der anderen Deutungsvariante natürlich wissen möchte. Das ist hier drin dargestellt und das ist auch angestrebt. Und mit dem Turm kann das Ganze hier auch durchaus passieren. Der Turm ist etwas Plötzliches, etwas Unvorhersehbares, etwas, womit man nicht unbedingt rechnet und was man nicht kommen sieht. Und mit den Sieben der Schwertern und dem Turm im Outcome sehe ich hier tatsächlich sehr verheißungsvolle Veränderungen, möglicherweise definitiv Ereignisse, die einen erschüttern oder schockieren könnten. Und mit den Sieben der Schwertern, mit dem Turm hier, es kann hier sehr, sehr gut sein, dass hier ein großes Misstrauen herrscht. Und vor allem für diejenigen, die diesen Menschen schon wirklich länger kennen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass dieser Page der Münzen in dem Beispiel jetzt in der Vergangenheit sich mal sehr stark daneben benommen hat, dass ihr einige Dinge über diesen Menschen wisst, die euch an deren oder an seinem, wie sagt man da, an seiner Souveränität zweifeln lassen. Oder es euch daran zweifeln lassen, dass dieser Mensch verlässlich ist, dass man auf diesen Menschen bauen kann, dass man ihm vertrauen kann. Es kann hier in der Vergangenheit etwas passiert sein, was euch aktiv, also auch zukünftig, etwas zweifeln lässt an der Beständigkeit eurer Verbindung, liebe Löwen. Kann auch natürlich genauso andersrum sein, dass ihr vielleicht in letzter Zeit oder in der längeren Vergangenheit mal etwas getan, gesagt habt, worauf ihr nicht unbedingt stolz seid, was diesen Menschen aber so eine Art Anhängsel ist. Und aufgrund dessen, dass da etwas passiert ist, zweifelt der eine an dem anderen, ob das Ganze zwischen euch wirklich auf langfristiger Basis halten kann. Eine Klärung zum Gehängten. Das ist der Page der Münzen. Nee, der Page der Stäbe. Wir haben hier Page der Stäbe auf Page der Münzen. Also hier sehr, sehr deutlich dargestellt, dass hier etwas am Anfang steht. Pagen sind Anfänglichkeiten. Also das ist die niedrigste Hofkarte und sie stehen meistens für jüngere Personen oder für zwei Personen, die in einem erst kürzlich gestarteten oder neu startenden Zyklus sich befinden. Und es kann hier sehr, sehr gut eine Kennenlernphase zwischen euch und einem bestimmten Menschen geben, die Potenzial für mehr hat, Potenzial für Stabilität und Langfristigkeit hat. Aber momentan tritt man hier etwas auf der Stelle. Es kann hier sehr, sehr gut eine Art kein Kontakt zwischen euch beiden herrschen. Und das kann hier aus mehreren verschiedenen Faktoren und Gründen hervorgerufen sein. Ich sehe es hier aber doch sehr, sehr deutlich, dass hier ein Festsitzen deswegen angezeigt ist, weil einer den anderen an der langen Leine hält, weil einer den anderen sozusagen wie diesen Fisch im Wasser zappeln lässt. Nicht Ja sagt, nicht Nein sagt, nicht einholt, nicht freilässt.
Das ist dieses, ich sage jetzt wirklich, Spielen miteinander. Und wenn ich hier bei Spielchen bin, bei falschen Spielchen bin, bin ich hier auch bei diesen Sieben der Schwertern und einer weiteren Deutungsvariante von dieser Karte. Ich bin mir nicht sicher, wer das hier mit wem tut, liebe Löwen. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, was das Anliegen dahinter ist. Und diejenigen, die es tun, wissen es sicherlich auch. Der Langmut ist in dem Falle dann die Frage, wie lang kann man das noch durchziehen, bevor es auffliegt, beziehungsweise bevor das der andere nicht mehr mit sich machen lässt. Eine Erklärung zu den drei der Münzen. Der Eremit. Der Eremit steht für Einsamkeit, für in sich kehr, beziehungsweise auch für die Abschottung. Und ich sehe hier tatsächlich eine gewisse Einsamkeit, beziehungsweise sehe ich hier jemanden, der so eine Art Einzelkämpfer ist. Das ist hier drin zu sehen. Und mit den Sechs der Stäben und mit dem Mond in der Konjunktion sehe ich Geheimnisse. Ich sehe Menschen, und das könntet ihr oder euer Gegenüber sein, die nicht wirklich viel von sich preisgeben, die sich nicht wirklich gerne oder ja, in die Karten schauen lassen. Und das ist etwas oder jemand, der definitiv, wie schon gerade gesagt, sich nicht gerne in die Karten schauen lässt. Aber das hat sehr, sehr viele Hintergründe. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass man dann befürchtet, der Gegenüber lässt einen gehen sozusagen, beziehungsweise verlässt einen. Da sollen manche Dinge nicht an die Oberfläche kommen, nicht ans Tageslicht kommen, Dinge, für die man sich eventuell schämen könnte. Dinge, von denen man glaubt, wenn es der andere weiß, wird dieser Mensch nichts mehr mit zu tun haben wollen. Es kann sich hier um dunkle Geheimnisse drehen, die tatsächlich in der längeren Vergangenheit haben passieren und sich ereignen können. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weiterhin kann ich mir aber auch vorstellen, dass ihr nicht wollt, dass der Gegenüber alles über euch erfahrt. Vor allem nicht die Dinge, über die man sich schämen könnte oder die einem selbst etwas unangenehm sind. Dabei, und das kann ich euch auch gleich sagen, sind es meistens genau die Dinge, diese kleinen Ticks, diese kleinen Fehler, diese kleinen Makel, die einen Menschen nicht perfekt machen. Das ist das Interessante an einem Menschen. Und wenn man das versteckt oder nicht will, dass es der Gegenüber sieht, verliert man etwas das Interesse tatsächlich, beziehungsweise ist es mein Empfinden nach, so steht es jetzt auch nicht hier, aber das ist eine persönliche Meinung, wenn ein Mensch keine Makel hat, ist der weniger interessant, meiner Meinung nach. Und in dem Fall schneidet, wenn ihr das selbst seid, liebe Löwen, ich sage nicht, dass ihr das seid, das kann auch der Gegenüber sein, aber im Prinzip würde ich dann tatsächlich diese Makel durchlassen. Ich würde es dem Gegenüber signalisieren und zeigen. Genauso würde ich hoffen, dass es euer Gegenüber tut. Denn genau das ist etwas, was einander sozusagen das Interesse schüren kann. Eine Klärung zu den Sechs der Stäben. Wiederum die drei der Münzen. Wir haben drei der Münzen hier in einer doppelten Konjunktion. Es kann hier tatsächlich sehr, sehr gut sein, dass es sich um einen Menschen, den ihr vom arbeitstechnischen Umfeld her kennt. Entweder ein wirklich aktiver Kollege, möglicherweise aber auch ein Kunde oder ein Lieferant, ne, oder etwas derartiges. Also jemand, mit dem ihr auf Arbeitswegen zu tun habt, möglicherweise aber auch mit der Welt hier hattet. Das kann ein Ex-Arbeitskollege sein tatsächlich. Mit den drei der Münzen auf die sechs der Stäbe wollt ihr, und nach wie vor ist das hier die zukünftige Erfolgsorientierung. Also ihr wollt in Zukunft erfolgreich mit diesen Menschen potenziell an eurer Seite, weil das hier ist eigentlich eine doppelte Zukunftsplanung. Und die plant man hier nicht allein, die plant man hier gemeinsam. Möchte man erfolgreich wie möglich gestalten, nicht nur morgen, nicht nur übernächste Woche, sondern auch in 10 Jahren. Weite Vorausplanung auf eurer Seite. Aber diese Geheimnisse, die müssen hier erst einmal ans Tageslicht kommen. Es muss hier der Gegenüber in der Lage sein, euch vertrauen zu können, so wie ihr auch in der Lage sein müsst, dem Gegenüber vertrauen zu können. Und dieses Vertrauen ist nicht etwas, was von heute auf morgen kommt, sondern was erst langfristig aufgebaut werden muss. Dafür ist es aber notwendig, dass man hier keine Masken auf hat, dass man sich authentisch gibt.
wie schon gerade als Beispiel gesagt, diese kleinen Makel auch preisgibt und sie nicht versucht zu verstecken, beziehungsweise auch Menschen nicht an der langen Leine zu lassen, zappeln zu lassen, diese Spielchen zu spielen. Eine Erklärung zur Welt. Die Liebenden, es ist hier sehr, sehr deutliches Reading, liebe Löwen. Es ist vielen von euch und auch vielleicht von euren Gegenübern unklar, was der Gegenüber für Empfindungen hat, was der Gegenüber für euch respektive für den Gegenüber empfindet. Das ist hier ein Rätsel sozusagen. Ich kann mich hier sehr, sehr gut mit dem Mond, Kraft, hier oben diese beiden und hier unten Liebenden und Eremit sehr, sehr gut vorstellen, dass der eine von den Wünschen des anderen nicht unbedingt viel weiß. Ist dieser Mensch gerne alleine oder ist er gerne in einer Partnerschaft? Will dieser Mensch Kinder haben? Will dieser Mensch überhaupt eine Beziehung führen, also eine Partnerschaft führen? Oder reicht ihm oder ihr eine Freundschaft? Wie weit gehen die Gefühle mit diesem Menschen? Beziehungsweise kann es hier sogar sehr, sehr gut sein, dass ihr diesen Menschen vielleicht nur flüchtig kennt und vielleicht nicht einmal wisst, ob dieser Mensch verheiratet ist oder einen festen Freund oder eine feste Freundin hat oder eben Single ist. Das ist hier auch eine Frage, die natürlich zunächst einmal geklärt werden muss. Bloß darüber setzen sich erst einmal einige hinweg. Und ob ihr das tut oder ob das der Gegenüber tut, ist eigentlich dahingestellt. Aber die malen sich schon aus, wie ihr und dieser Gegenüber dann, oder der Gegenüber und ihr natürlich dann, je nachdem, wer sich das hier ausmalt und wer es hier so weit vorausträumt, wie ihr dann sozusagen in 10 Jahren am Strand von den Malediven mit 2 Kindern im Gepäck seid und Martinis trinkt. Also es ist schon eine sehr weite Vorausplanung bzw. ein Vorausschwärmen ist hier dargestellt. Dabei weiß man noch sehr, sehr wenig überhaupt über diesen Gegenüber bzw. hat hier jemand sehr, sehr wenig Einblicke über bestimmte Besonderheiten, Geheimnisse des Gegenübers hier. Und das kann, wie schon gesagt, von euch auskommen oder vom Gegenüber auskommen. Aber das ist etwas, worüber man erst einmal Klarheit schaffen muss, damit diese Träume, dieses Vorausschwärmen, Vorausträumen überhaupt gerechtfertigt ist und realisierbar sein kann, im Long Term gesehen, ne? Also hier Langmut. Für den Moment kann man natürlich die Aufmerksamkeit genießen. Für den Moment kann man natürlich auch die eigenen Gefühle erforschen. Und es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, etwas vorausschwärmen zu träumen sozusagen. Nur sollte man die Träume nicht mit der Realisierbarkeit verwechseln. Ja? Vor allem nicht dann, wenn es hier noch so eine Energie zwischen euch beiden gibt. Eine Klärung zur Gerechtigkeit. Das ist der Ritter der Stäbe und das könntet hier sehr, sehr gut ihr sein, liebe Löwen. Ich habe hier den Pagen und den Ritter der Stäbe in der Spiegelung. Das ist eine Etablierung, eine Entwicklung einer Hofkarte im Feuerzeichen. In den meisten aller Fällen ist hier nicht der Mensch per se dargestellt. Da es aber Feuerenergie ist, sehe ich eure Energie hier drin. Und hier ist es ein Festsitzen, ein Festhängen, ein auf der Stelle stehen, aber Offenherzigkeit, Abenteuerlust. Hier ist man ja, darauf bedacht, den Gegenüber mehr kennenzulernen. Man möchte vielleicht noch nicht über das Ziel hinausschießen, man möchte aber auch keinen Gang zurückschalten. Man genießt sozusagen den Bezug zueinander. Man genießt eventuell auch die Nähe, beziehungsweise ist man gerne mit jemandem sozusagen in Gesellschaft. Das Ganze wird hier hinten intensiviert werden, denn hier als der Ritter der Stäbe bewegt man sich hier Richtung Zukunft. Das sieht man auch hier in der Ausrichtung. Das hier ist ein sehr belastbarer Ritter, ein beständiger, ein hartnäckiger Ritter und ein ehrgeiziger Ritter, der hier in Zukunft etwas mehr Klarheit schaffen will. Das sieht man nämlich hier mit der Welt und mit den 10 der Münzen, ein erfolgsorientiertes Denken, welches voraussetzt, dass hier etwas abgeschlossen wird. Und dieses Etwas sind Geheimnisse, Ängste und Zweifel. Die müssen aus dem Weg geräumt werden und dann kann das hier auf eine faire Art und Weise, auf eine harmonische Art und Weise, auf eine Zweisamkeit hinauslaufen. Das sieht man hier doch sehr, sehr deutlich. Oh ja, und die 3 der Stäbe, die 3 der Schwerter ist hier im Outcome. Was hier passiert im Outcome, liebe Löwen, ist sehr interessant, denn ich habe hier 7 Schwerter, 3 Schwerter und Turm. Es kann hier eine Art Schicksalsschlag geben, es kann hier ein frustrierendes Erlebnis geben. Möglicherweise wird hier auch der ein oder andere belogen. Das ist nämlich Unaufrichtigkeit und mit dem Turm ist es etwas, was man nicht
weiß oder sehen kann. Also etwas wieder im Verborgenen. Definitiv etwas, was einen von euch beiden schockieren, mit den drei der Schwertern sogar frustrieren oder verletzen könnte. Und da bin ich, vor allem auf dem Turm, bin ich hier sehr gespannt, weil ich glaube nicht, dass hier alles rund läuft in der Zukunft. Ich meine, Probleme kann man aus dem Weg schaffen, Probleme kann man umgehen, am besten löst man sie natürlich. Aber ich vermisse hier noch etwas die Kommunikationskarten und ich vermisse hier noch ein bisschen so die Heilungskarten. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Liebe Löwen, wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, ihr hier in Resonanz geht und gespannt, wie es weitergeht, ihr könnt gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Der Link ist unten in der Infobox gleich als allererstes, ist natürlich kein Muss. Ansonsten wünsche ich euch Durchhaltevermögen, ich wünsche euch Spaß, ich wünsche euch Freude, ich wünsche euch aber vor allem auch anhaltende Gesundheit. Habt einen schönen Februar, liebe Löwen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.